Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Auf dem Weg zum Mutual-Raid. Ne, um genau zu sein, auf dem Weg zu meinem ersten Registil-Raid. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Wahrscheinlich irgendwann danach sogar noch. Machen wir einen Doppel-Raid draus mit dem Mutual-Raid. Aber jetzt, wo Registil da ist, sind auch andere Raids da. Und die wollen wir uns kurz noch anschauen, bevor wir zum Mutual-Raid gehen. Oder auf dem Weg dahin, um genau zu sein. Level 1, Glumanda. Makuhita, Mediti, Carpador, Ammonitas und Valmir. Auffällig, dass es alle von denen in Shiny gibt. Also wer auf der Jagd nach Shinies ist, der sollte ein paar Einzel-Raids machen. Dann Level 2, immer noch Flunkiefer, das freut mich. Ich habe echt Angst, dass Flunkiefer und Absolut demnächst weg sind. Und ich brauche ja noch erstens einen 100er von beiden, zweitens genug Bonbons, drittens von Absolut noch ein Shiny. Dann Mogelbaum. Ich weiß nicht, ob er geblieben ist oder wieder da ist, aber Mogelbaum, Magma wieder da. Dann die Vorentwicklung von Godewar. Kirlia oder sowas in der Art. Ich habe gehört, dass manche daran Interesse haben. Schreibt unten in die Kommentare übrigens, was ihr von den neuen Raids haltet. Worauf freut ihr euch? Und dann Alola Kokowai. Kokowai war ja Level 2, dementsprechend Alola Kokowai jetzt auch verfügbar. Kann man schon machen auf der Jagd nach dem 100er Alola Kokowai. Dann, Moment, setze ich euch ab? Kommt da jemand? Ne, ich setze euch ab. So, dann Stufe 3. Machumai. Machumai geht nie weg. Onyx immer noch da. Was ja nicht so top ist. Flamaga ist jetzt da. Das heißt, ich habe meine Chance für Blitzer verpasst. Aber ich denke mal, Blitzer kommt irgendwann wieder. Flamaga muss ich auf jeden Fall solo noch machen. Porygon wieder am Start. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dann Donphan. Donphan auch interessant. Neue Herausforderungen. Und Alola Raichu, auch interessant. Erstens neu, zweitens Dreier, Solo Raid. Und drittens 100%, brauche ich auch noch. Dann Level 4, also das gefällt mir auf jeden Fall, die Dreier. Das sind drei neue Dreier. Das kann sich sehen lassen. Dann 4, Geowatz, naja. Eigentlich ziemlich schlecht, genauso wie Rizeros. Hundemon wieder am Start, naja. Kann ich mal zu zweit oder sowas versuchen. Ein paar Duo Raids. Despotar geht nie. Absol ist geblieben zum Glück. Wie gesagt, da brauche ich noch einen 100er, einen Shiny und Bonbons. Und dann Alola Knogger. Neue Herausforderung. Versuche ich mal zu zweit wahrscheinlich. Und ja, Dex-Eintrag. Dex-Eintrag ist ja nur eine neue Form. Und 100%. Ich wollte gerade sagen Shiny, aber keine Ahnung, wieso ich da dran gedacht habe. Und dann natürlich Registil. Und Mewtwo immer noch da. Kein neuer X-Raid. Oder? Man weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen bei unserem. Ah ne, man weiß es. Es gab ja heute schon andere X-Raids. Und da ist Mewtwo rausgekommen. Also okay, doch keine Überraschung. Es ist Mewtwo. Bevor wir zu Mewtwo gehen, habe ich hier zwei Alola-Eier. Immer noch auf der Suche nach Vulpix. Und Mauzi. Von dem brauchen wir nicht mal einen 100er, weil den haben wir schon. Und so, komm, gib ihn mir endlich. Dann kann ich aufhören, die zu brüten. Ah, Doppel-Mauzi. Und ich habe hier was Krasses entdeckt. Alter Leute, da ist noch ein Penny. Muss mal die Zeit checken, wie lange ich da hingebraucht habe. Alter, ich habe noch einen Penny gefunden. Der war gar nicht eingezeichnet. Das ist ein vollkommen anderer Penny. Alter, das ist viel spannender als der Mutual-Raid. Hong findet 9 Penny. Richtig krass. Der war gar nicht auf der Map eingezeichnet, also Google Maps. Und ich habe 10 Minuten hierher gebraucht mit Video drehen. Also, Alter, ich habe einen Penny gefunden, der noch näher da ist an meiner Arbeit. Achtung von Nissen. Oh, hier, wahrscheinlich. Das ist das Insektenhotel. Eine der zwei X-Ray-Arenen hier. So, los geht's. Okay, und rein. Ihr wisst, was ich will, Leute. Ihr wisst es. Müssen die gelben sein? Ja. Das sind die gelben. Normale. Ja. Ok.
Brücke. Und das ist mein Team. Mit dem Team habe ich alle meine 100er bekommen. Um genau zu sein, mit dem Team habe ich eigentlich jeden Raid gemacht. Ah, beinahe jeden. Liebe Besucher, Sie haben hier die seltene Gelegenheit, für kurze Zeit Hornissen zu beobachten. Damit Sie die Tiere in Ruhe beobachten können, beachten Sie bitte Folgendes. Vermeiden Sie heftige Bewegungen. Ups. Halten Sie sich dauerhaft in der Flugbahn zum Nest auf. Halten Sie sich nicht dauerhaft. Oh, okay. Verzichten Sie auf starkes Parfüm und... Oh, okay. Ich habe schon gegen die ersten drei Regeln verstoßen. Oh, und Zigarettenrauch? Okay, das nicht. Geben Sie acht, dass Sie sich die Tiere nicht in Ihren Haaren verfangen. Oh. Der Stich einer Hornisse ist gegen alle Gerüchte nicht gefährlicher als ein Wespen- oder Bienenstich. Alles klar. Und los geht's. Fokusstoß. Mein Despot ist richtig schnell gestorben. Ja, Mewtwo use Focus Blast. Oh mein Gott. Zerstörung. Okay, ich habe schon mal nicht dieses Team verwendet. Und zwar als er schon mal Fokusstoß hatte. Aber egal. Ich meine, wir sind genug Leute. Es müsste schon klappen. Also ich meine, dass mein Team überlebt. Das ist klar, das ist sowieso klar. Alter, das ist heftig. Fokusstoß echt heftig, Mann. Mein letzter Despo. Fokusstoß ist zu heftig. Ich meine, okay, ich könnte eigentlich ausweichen, aber es gibt einen Ausweichbutton und so. Muss jetzt nicht sein. Einfach schnell wieder rein. Okay, Lugia. Das muss jetzt echt nicht sein. Wechsel mal schnell auf Gengar. Oder auch nicht, schon tot. Ich wollte auf Gengar wechseln. Ich meine, den habe ich noch nicht. Aber warte mal. Es ist Doppelbonbon-Event. Also, riskieren wir es mal. Also, 12 saftige Bonbons. Gib sie mir. Gib mir diese Bonbons. IV-Check? Vielleicht hat er ja Attack 15. KP 15. Ah ja. Okay. Schreibt noch in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit eurem Mewtwo-Rate. Aber das war's von mir. Jetzt erstmal zurück zur Arbeit. Mittagspause echt gut genutzt. Ich habe auch noch gerade 2 Mewtwo. Ein 98er war sogar dabei, für jemanden gefangen. Beide erster Ball drin geblieben, also ich habe echt ein Händchen für Mewtwo, muss ich schon sagen. Aber das war's von mir, wie gesagt. Eine Menge gedreht, checkt alle Videos ab heute. Echt eine Menge passiert. Und schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief heute mit eurem Mewtwo-Raid. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, neuer Shop, neue Preise. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.